Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Yoga-Session. Heute zum allerersten Mal live. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir werden heute 15 Minuten gemeinsam Yoga praktizieren. Der Fokus bei der heutigen Einheit liegt im oberen Rückenbereich. Wir werden also versuchen, Schulter, Nacken und oberen Rückenmuskel zu entspannen, zu lösen und entsprechend Kopfschmerzen vorzubeugen bzw. Kopfschmerzen entgegenzuwirken. Und deshalb werden wir heute ganz, ganz, ganz entspannt machen. Wir werden viel in ruhigen und in entspannten Asanas verbringen und weniger flowy unterwegs sein. Ich freue mich. Wir fangen heute am Ende unserer Matte an, im Fersensitz. Kommt dafür in euer Vajrasana. Das bedeutet, die großen Zehen berühren sich und die Knie öffnen wir diesmal etwas weiter als hüftbreit, gerne mattenbreit. Und dann zieht zunächst den Bauchnabel ein, die Wirbelsäule ist gerade. Rollt die Schultern zurück, Brust raus, Herz raus und dann stellt euch vor, jemand zieht euch an der Kopfkrone nach oben Richtung Himmel. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln auf, der Bauch ist entspannt und dann atmet ganz tief bis in den Bauch hinein. Atme aus, lass alles los. Tief einatmen. Wir verbinden uns hier mit unserer Atmung. Komm an in diesem Moment und atme aus. Lass alles los. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Lass alles Unwichtige und Belanglose jetzt hinter dir. Alles, was zählt, ist dieser Moment, dieser Augenblick auf der Matte. Und dann atme noch einmal tief ein und wieder aus. Mit der nächsten Einatmung schiebe den linken Arm durchgestreckt über deinen Kopf. Die Handfläche zeigt Richtung Himmel und der Blick geht nach oben zu deiner linken Hand. Atme tief und fest in deine linke Flanke ein. Atme aus, lass alles los. Noch einmal tief einatmen, versuch, wenn du kannst, etwas tiefer zu kommen. Und dann atme aus, lass los. Ein letztes Mal tief einatmen hier in die Flanke. Und mit der Ausatmung bring die linke Hand wieder zurück zum Boden. Andere Seite. Tief einatmen, rechte Hand kommt über den Kopf, der Blick geht zur Hand. Einatmen hier und ausatmen. Ein in die Flanke hinein und aus. Tief einatmen, letztes Mal mit der Ausatmung. Komm zurück und dann krabbel mit deinen Fingerspitzen so weit nach vorne, wie du kannst. Und dann leg deine Stirn ganz sanft auf der Matte ab. Atme tief ein und atme aus. Lass los. Einatmen und mit jeder Ausatmung spür, wie dein Sternum Richtung Boden sinkt. Tief einatmen, spür Sauerstoff in deinem gesamten Oberkörper, in jeder Zelle deines Körpers, zwischen den Rippen, in deiner Lunge, in deinem gesamten Oberkörper und mit der Ausatmung lass alles los, lass dich fallen Richtung Matte. Tief einmal einatmen und ausatmen. Lass los. Mit jeder Ausatmung versuche ein Stückchen tiefer zu kommen. Der Nacken ist entspannt dabei. Die sanft, der Kopf, die Stirn liegt sanft auf dem Boden auf. Und dann krabbel einmal mit deinen Fingerspitzen nach rechts. Atme tief in deine linke Flanke ein und wieder aus. Zurück zur Mitte, andere Seite.
dann atme hier tief ein. Wieder aus. Ein und wieder aus. Komm zurück zur Mitte. Und dann schieb dich nach vorne und tu das, was dir und deinem Körper hier und in diesem Moment gut tut. Schieb dich zurück und wieder vor. Zurück und wieder nach vorne. Kreis die Wirbelsäule, deine Schultern. Lass den Kopf dabei entspannt und locker. Setz dich wieder zurück auf die Fersen. Mach einfach das, was dir hier in diesem Moment wirklich gut tut. Und versuch deinen Körper ein bisschen besser kennenzulernen. Spür hinein, wo du Verspannungen verspürst, wo es sich gut anfühlt. Und dann von hier. Komm in deinen Vierfüßlerstand. Das bedeutet, die Knie befinden sich hüftbreit und sind direkt unter deinen Hüften. Die Handflächen sind genau unter deinen Schultern und dann pressen wir fest in die Matte hinein und schieben uns von der Matte weg. Der Kopf ist locker dabei. Einfach ganz locker. Keine Spannung im Mattennacken. Und dann mit der nächsten Einatmung wölbe deinen Rücken und roll dich Wirbel für Wirbel bis in deinen Kopf nach oben auf. Schau hoch. Mit der Ausatmung senk deinen Kopf, die Stirn Richtung Boden, dein Kinn kommt Richtung Brust. Und dann stell dir vor, jemand zieht dich an deiner Stirn nach unten. Mach dich rund, Wirbel für Wirbel, ganz sanft und in deiner Zeit. Bis in dein Steißbein. Einatmen. Schau hoch. Ausatmen. Zuerst den Kopf, dann den Nacken. Über den Brustwirbel. Die Wirbelsäule rollen und runden bis in dein Steißbein. Und weiter einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal. Und dann setz deine Zehen auf, schieb dich zuerst zurück und dann setz dich in dein Malasana, in die tiefe Hocke. Bring dafür deine Handflächen zusammen, press ineinander und schieb deine Knie ganz sanft nach außen. Die Wirbelsäule ist gerade, der Blick geht nach vorne. Atme tief ein hier und wieder aus. Lass alles los. Spür die Dehnung und die Streckung in deiner Wirbelsäule. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann setz die Hände vorne auf. Press dein Becken nach oben, lass die Beine gerne gebeugt dabei. Bring die Füße etwas zusammen und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Atme tief ein, bring die Hände oben zusammen, atme aus, komm in eine ganze Vorwärtsbeuge. Atme ein, bring die Hände hinter dir zusammen, atme aus. Bring die Hände gefaltet über deinen Kopf in Richtung Boden. Der Kopf hängt locker nach unten. Keine Spannung im Nackenbereich. Atme tief ein und mit der Ausatmung lass die Hände nach unten sinken.
Achte darauf, dass deine Kniescheiben nach oben angezogen sind, um Überdehnungen zu verhindern. Und achte darauf, dass du dich von deinem Becken nach unten kippst. Der Oberkörper fällt vollkommen nach unten, voller Hingabe, in Demut und in Vertrauen. Atme ein, füll dich hier mit Sauerstoff und mit der Ausatmung spür, wie Spannungen aus deinem Körper entgleichen und sich lösen. Tief einatmen und mit der Ausatmung die Hände fallen tiefer und tiefer. Die Schultern werden lockerer. Lass dir Zeit hier. Übe dich in Geduld. Atme tief und fest. Und spür mit jeder Ausatmung, wie sich Spannungen aus deinem Körper lösen. Der Kopf ist vollkommen locker. Und wir lassen uns von der Schwerkraft vollkommen nach unten ziehen. Mit der nächsten Ausatmung bring die Hände zurück zum Boden. Krabbel ganz langsam nach vorne. High Plank. Chaturanga Dantasana. Ausatmen. Herabschauender Hund. Und dann schau zwischen deinen Beinen hindurch. Der Nacken ist locker. Zieh die Wirbelsäule auseinander. Und dann komm langsam auf deine Knie. Von hier nehmt euch gerne zur Unterstützung Yoga-Blöcke, braucht ihr aber auch nicht unbedingt. Platziert sie ungefähr auf Höhe eurer Ellenbogen. Wir werden uns nämlich jetzt auf den Ellenbogen stützen. Bringt die Hände einmal vor die Matte, die Knie und die Hüften bilden eine Linie. Atme hier ein und mit der Ausatmung lass dein Sternum vollkommen nach unten fallen. Deine Stirn berührt sanft den Boden und dann beug hier deine Ellenbogen. Bring die Hände in der Gebetshaltung zusammen. Für wen diese Dehnung hier zu stark ist, lässt bitte die Yoga-Blöcke weg. Und legt sich sogar gerne ein Kissen unter den Brustbereich. Ich zeige es euch einmal. Ihr bleibt bitte in eurer ausgewählten Pose. Entweder mit oder ohne Block. Ihr könnt euch ein Kissen drunter legen. Und dann genießt die Haltung. Atme tief ein und wieder aus. Jeder in seiner Pose. Ich mache das Kissen wieder weg, damit ihr mich besser hören könnt. Es ist sehr wichtig, sich ausgiebig in diesem Bereich zu dehnen, sowohl im Schulter- als auch im Brustbereich, weil die Schulter letztendlich die Verbindung von der Vorder- und der Rückseite des Körpers ist, vom Oberkörper, und sie sehr wichtig für die Mobilisation und für die Beweglichkeit, für die Flexibilität ist. Deswegen atme tief ein hier und mit der Ausatmung lass los, lass alles fallen und zu Boden sinken.
Und dann bringt die Hände wieder zum Boden. Schiebt eure Blöcke weg, wenn ihr welche habt. Und dann rollt euch nach vorne, kommt in Bauchlage. Mit der Ausatmung. Atme ein, schieb den linken Arm zur Seite aus. Mit der Ausatmung streck ihn unter deiner Brust hindurch, parallel zur oberen Mattenkante. Noch einmal einatmen hier und mit der Ausatmung leg deine Stirn auf der Matte ab. Leg dich auf deinem Arm ab, spür die Dehnung in deiner linken Schulter. Spür die Spannung in deiner Schulter, atme tief ein in diesen Bereich. Und dann atme aus, lass los. Lass deinen Oberkörper schwer werden. Lass dir Zeit, genieße diese Haltung. Und atme immer so tief wie du kannst in die Bereiche, wo du die meiste Spannung verspürst. Und dann versuche sie mit der Einatmung mit Sauerstoff aufzulösen. Und dann mit der Ausatmung unterstütz dich mit deiner rechten Hand, bring deinen Oberkörper nach oben, bring diesmal deinen linken Arm in einer Kaktuspose bzw. im rechten Winkel neben dir auf der Matte ab. Und wenn du das Ganze vereinfachen möchtest, kannst du deinen Arm auch ganz ausstrecken. Ansonsten lass deinen Arm gebeugt. Atme hier ein, beug das rechte Bein und mit der Ausatmung öffne dich, öffne deine Hüfte und versuche deinen rechten Fuß über deine Hüfte zum Boden hinter dir zu bringen. Und dann atme tief ein in deinen Brustbereich, in deinen Schulterbereich. Achte darauf, dass dein Nacken entspannt bleibt. Das ist meist der Bereich, der dafür sorgt, dass wir mit unserem Oberkörper immer nach vorne fallen, dass die Schultern immer nach unten gezogen werden, wenn wir hier in diesem Bereich nicht gedehnt sind. Komm langsam in deiner Zeit wieder zurück. Andere Seite. Einatmen, Oberkörper kommt hoch. Rechte Hand, Entschuldigung, die linke Hand vor euch. Rechten Arm ausstrecken und mit der Ausatmung schieb ihn unter dir hindurch, parallel zur oberen Mattenkante. Und dann leg deine Stirn sanft ab. Atme ein, spür, wie dein Oberkörper mit Sauerstoff sich füllt. Und atme aus. Lass los. Und dann versuch mal nachzuspüren, wie sich deine Schulter jetzt anfühlt. Eventuell völlig steif und verhärtet. Und dann atme ganz tief ein in diesen Bereich und dann atme aus. Lass dich tiefer nach unten fallen. Der Oberkörper wird schwerer und schwerer.
Und dann spür mal nach, wie sich die Schulter jetzt anfühlt. 2, 3 Atemzüge später. Die 2 letzten tiefen Atemzüge hier. Und dann bring deinen Oberkörper nach oben, den rechten Arm angewinkelt neben dir auf den Boden legen. Beug das linke Bein. Atme hier ein und mit der Ausatmung öffne dich zu deiner linken Seite, beziehungsweise über die linke Seite nach rechts. Der Kopf ist locker, der Nacken ist locker. Noch ein tiefer Atemzug und dann mit der Ausatmung roll dich zurück zum Boden in Bauchlage. Schieb dich zu deinen Fersen mit der Ausatmung und dann in deinen herabschauenden Hund. Und dann presst die Fersen sanft Richtung Boden. Die Hände sind fest im Boden verwurzelt. Die Wirbelsäule zieht auseinander, der Blick geht durch die Beine hindurch. Und dann atme tief und fest ein durch die Nase und atme aus, lass alles los. Mit der nächsten Einatmung schau vor und dann nimm 2 Schritte nach vorne. Dann setz dich auf den Boden. Einatmen, greif nach vorne. Mit der Ausatmung lass dich Wirbel für Wirbel nach unten sinken auf die Matte. Und dann komm in deine allerletzte Pose, in deine Happy Baby Pose. Dafür bring deine Füße nach oben Richtung Himmel und dann greif entweder deine großen Zehen oder die Außenkante deiner Füße. Und dann atme hier ein. Und mit der Ausatmung zieh die Knie in Richtung Boden, beziehungsweise lass die Knie nach unten fallen und sinken. Achte darauf, dass dein Rücken vollkommen auf dem Boden aufliegt, dass der Kopf schwer ist, der Nacken locker. Tief einatmen und ausatmen. Und dann schaukel gerne ein wenig von links nach rechts. Mach's dir bequem in dieser Haltung. Massiere deinen Lendenwirbelbereich, deinen Rücken. Roll dich sanft auf deine Wirbelsäule ab. Und spür mit jeder Ausatmung, wie die Knie tiefer Richtung Boden fallen. Unser Becken, unsere Hüfte, unsere Leisten sind ein sehr zentraler Punkt, wenn es um Rückenstabilität und Rückenschmerzen geht. Denn das ist genau der Bereich, der meist dafür sorgt, dass Emotionen gespeichert werden und dass der Rücken steif wird und wir Rückenschmerzen im Laufe der Zeit bekommen, wenn wir diese Emotionen nicht immer wieder loswerden und loslassen.
Und dann bring die Füße zuerst zusammen nach oben und dann lass sie nach unten fallen. Zieh deinen Nabel ein, der Rücken liegt immer noch auf. Und dann bring die Füße etwa mattenbreit auseinander, die Handflächen neben deinen Körper. Die Handflächen zeigen Richtung Himmel. Und dann nimm einen tiefen Atemzug. Atme aus, schließ deine Augen und erlaube dir, dich zu entspannen. Lass die Füße schwer werden. Sie fallen über die Seiten nach unten. Die Fersen werden schwer. Die Waden werden schwer. Die Oberschenkel. Dein Po sinkt in die Matte hinein. Atme ein und atme aus. Lass deinen Rücken schwer werden und in die Matte fallen. Atme tief ein und wieder aus. Lass die Schultern schwer werden. Atme tief ein und wieder aus. Lass die Arme schwer werden und in den Boden sinken. Atme ein und wieder aus. Lass den Nacken schwer werden. Atme ein und wieder aus. Der Kopf wird schwer. Atme ein und aus. Die Ohren entspannen sich. Die Stirn entspannt sich. Die Augen werden schwer. Die Wangen, die Backen entspannen sich. Die Zunge entspannt sich. Die Lippen. Und dann atme ein und spür nach, wie sich dein Körper jetzt anfühlt im Vergleich zum Anfang der Sequenz. Und dann bring langsam Bewegung in deine Füße, in deine Hände. Streck dich einmal durch. Die Hände gerne einmal über den Kopf strecken. Und dann jeder in seiner Zeit rollt sich über die Seite und kommt in einen gemütlichen Schneidersitz. Roll die Schultern zurück, der Rücken ist entspannt. Und dann mit deiner tiefen Einatmung bring die Hände über deinem Kopf zusammen. Und mit der Ausatmung bring die Hände zu deinem Herzen. Und dann bedank dich bei dir selbst für die heutige Sequenz und die Zeit, die du dir selbst genommen hast. Ich hoffe, du konntest ein wenig zur Ruhe finden und dich entspannen und fühlst dich jetzt schon ein wenig besser als vorher. Und dann wünsche ich dir einen angenehmen und entspannten Tag. Namaste.